Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Assassin's Creed Origin, wo wir jetzt mit Pfeil und Bogen schießen müssen zum ersten Mal. Schauen wir mal, wie das funktioniert. Ich soll in den Kopf schießen. Ah, es zeigt mir aber auch an, wie viel Leben er da noch hat, wo ich genau hinschieße. Zum Beispiel, wenn ich da bin, hat er noch den halbes Leben, weil da ist er sofort tot. Eine Strohpuppe ist robuster als die andere. Zieh deinen Helm auf. Okay. Ist geil gemacht. Auch das mit der Lebensanzeige. Gut. Hepzifer! Was ist denn? Die Soldaten wollen dich holen! Los! Komm, schnell! Ja, am Leck. Sorg dafür, dass niemand dieses Haus lebend verlässt. Hepzifer! Wir wollen nur mit dir reden. Nomak Rotjek wurde ermordet. Womöglich war dein Freund der Major beteiligt. Komm raus, wenn du seinen Namen reinwaschen willst. Okay. Hinterhalt vorbereiten. Scheiße. Wenn sie die Briefe bei mir finden, dann werde ich hingerichtet. Sei unbesorgt. Ich töte sie alle. Okay, gut. Viel Glück. So, ein Gegner hat dich entdeckt. Er wird sich nähern und auf der Sache auf den Grund gehen. Und der Sache auf den Grund gehen. Ja, lesen ist schwierig. So, drücke ich hinter. Was war das? Wer ist da? Bleib unten. Er kommt uns zu nah. Gibt es Attentat auch noch? Hey! Niederschlagen, okay. Solange der Balken gelb ist, hast du ein kleines Zeitfenster, um den Gegner auszuschalten, bevor er dich angreift. Jetzt erledigen wir den Rest. Lass die Leichen nicht so offen rumliegen. Hast du was gehört? Hier wird ihn keiner sehen. Warte. Gut, was? Irgendwie so ein Knistern. Geil. Okay, ist keiner drinnen. Kann ich da welche Taste springen? Alt. Okay, ich muss das noch mit der Steuerung klarkommen. Aber ja. Kann ich doch. Wie geht das schon? Komm hin. Bleib mir! Ich krieg einen Krampf! Ja, das muss man dann wieder machen. Hey! Okay. Und den nächsten. Das ist geil. Ich glaub, da draußen die haben es schon angezündet. Pass auf. Okay, da oben sind auch welche. Da können wir rumpelt heute nichts. So. Der hat auch schon hier angezündet, die Heuballen. Dann. So. Mal in sein Haus. Was sind die Gegner? Das war's. Achso, der wollte mich bekämpfen. Danke, Bayek. Sehr nahe. Ich sagte doch, diesem Scheißkerl ist es egal.
Was für eine Unverfrorenheit. Es ist traurig. Komm mit nach oben. Dann zeige ich dir alle Magi-Pflichten in Siva. Da oben liegt eine Leiche. Wollte ich nur erwähnen. Sivas Probleme sind hier. Ich versuche allen zu helfen, aber es ist einfach zu viel. Sagst du mir, dass du nicht über göttliche Kräfte verfügst? Nun, das Problem ist der Mann, den du töten willst. Medunamun. Die Menschen hatten Hoffnung, als er kam. Sie hatten Hoffnung auf Verbesserung. Wir wurden bald eines Besseren belehrt. Ich fürchte um die Sicherheit deiner Familie, Priester. Ich lasse sie an einen sicheren Ort bringen. Das ist der Mann, mit dem du es zu tun hast. Ich finde ihn und töte ihn. Medunamun ist weit mächtiger, als er aussieht. Und er umgibt sich mit den besten Soldaten. Mir doch egal. Dann stirbst du. Du musst stärker werden, wenn du diesen Scheißkerl umbringen willst. Vor allem brauchst du eine bessere Rüstung. Ach, die mache ich mir selbst. Waffen sind noch schwieriger. Die Soldaten haben alle im Dorf konfisziert. Ich rede mit dem Waffenschmied. Ja, Benipe kann bestimmt etwas für dich anfertigen. Oder Senno hilft dir zu finden, was du brauchst. Senno? Senno lebt noch? Sieh mal einer an. Senno, altes Mädchen. Und gut in Form. Rabia hat sie gesund gepflegt. Ich muss ihr danken. Die Menschen sehen sich nach Hilfe, Bayek. Wenn du ihnen hilfst, helfen sie dir. Ich verstehe. Jetzt haben wir uns entfalten. Jetzt haben wir den Fall. Ein Fähigkeitspunkt. Ich kann mich jetzt bewegen. Okay. Sinus wahrnehmen. Fähigkeiten. Ausrüstung haben wir da. Das Reittier. Okay, wir können abbedeuten, es gibt auch andere Reittiere. Dann gibt es auch noch andere Arten von Bögen. Haben wir schon. Nein, wir haben noch keine andere mit. Quests. Okay, gibt es Hauptquest, Nebenquest, Ereignisse sind abgeschlossen mit ihr, die A sind alle, die einzigen zwei und Fähigkeiten. So. Das haben sie dann so ziemlich neu eingeführt. In Syndicate gab es das auch schon, so circa so drei Fähigkeitsbäume haben wir hier: Sehen, Krieger und Jäger. Seher, nicht Sehen, Seher. Reittier rufen, das habe ich schon. Wenn ich hier halt der M gedrückt hinsetzen, die Zeit vergeht schneller. Okay. Sie kann sich während des Kampfes regenerieren. Und von jetzt können wir sogar 3 EP. Wenn du dagegen mit einem Attentat tötest, erhaltest du zusätzliche EP. Wenn du dagegen mit einem. Erhaltest du zusätzliche EP und Pferde sammeln, aber die Pferde in den Schild gest. Oh, das ist auch gut. Ich weiß nicht. Für den Anfang wäre, glaube ich, am besten. Okay. Für den Anfang merke ich am besten das da hier. Das hier. Zusätzlich, weil ich muss mich noch ein bisschen mit dem Waffensystem, mit dem Kampfsystem vertraut machen. Ich glaube, das hier am gescheitesten. So, machen wir so. So, und was könnten wir hier jetzt? In dem Schildmodus gegen Angriffe ab, indem du auf E drückst, um den Gegner Schaden zuzufügen und deine Deckung für den Angriff zu öffnen. Das soll ich mir als nächstes den Luftangriff. Den muss man machen. Ja, so. Neue Quest. Was hast du? Drücke. Also haben wir gerade so angeschaut, aber ja. Okay, das ist eine Nebenquest. Auf die Jagd, ich brauche Leder. Kann man auch. Map? Ja, da gibt's die Map. Schnellreise. Dann will ich das mal aktivieren. Warte, wo ist denn das? Da hinten. Ich muss
du mir bitte aus bei der Steuerung stecken? So. Ja, das finde ich immer schön, wenn man das machen konnte. Also, da müssen wir. Ja. Ja. So, wir haben das hier, was ist das hier? Neue Quest, das ist nochmal die Quest gleich. Die Quest gleich, und was ist das hier? In 300 Metern ist das so ein leuchtendes Fragezeichen, okay. Wir laufen, da ist eine, ich nehme an, Näherin, Näher-Symbol. In der Amanai-Höhle. Okay. Ich kenne sie. Ich sehe mal nach. Theremun. Er würde nicht aufgeben. Okay, ich jetzt. So. Achso. Das sind die Quests, die haben. Das sind die Stufen, die empfohlen sind. Weil eigentlich würde ich jetzt. Daher. So, Der Weber, ja. Das Statue. Hier gibt es noch so viel zu entdecken. Ich freue mich schon so. Das macht so viel Spaß. Egal. Gehen wir mal zu dem Fragezeichen. Ich weiß nicht, was da jetzt dort ist, aber vielleicht was Nützliches. Bitte, lasst mich rein. Meine Familie braucht mich. Was? Stirb, du Wurm. Also nicht tragen, ich wollte ihn eigentlich plündern, aber ja. Okay, warte. Ihn fertig. Hey, das war's. Stirb! So. Aber ich hätte jetzt das hier. Und da fliegt. Ich werde dich finden. Und dann war's das für dich. Aber hier ist nichts. Was ist denn? Okay. Ich weiß nicht, was ich drin machen soll, aber. Ah doch, da ist es. Tempel des Amun. Oh, Schatzblühen. Machen wir das mal. Lasst mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Achso, ich hätte. Hey! Hey, was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts! Okay. Den Punkt. Ich sammle die Truppen! Okay. Lass mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Oh oh. Oh oh, ich glaube, ich bin tot. Das ging nicht so gut. Da muss ich jetzt mal schauen. Okay, das knistert. Okay, das muss ich noch ein bisschen legen. Ah.
Aber es macht jetzt schon. Auf die Jagd, ich brauche Leder. Ich will das nochmal probieren. Kann ich mit dir auch markieren? Geht das? Okay, ich glaube, ich kann hier... Lass mich wenigstens mit meiner Frau sprechen. Okay, doch, ich kann das. Ich muss jetzt nur... Das ist jetzt ein bisschen anders. Ich muss dazu reingehen. Okay. Da ist auch einer. Okay, gut. Egal. Probieren wir es mal. Ich weiß, meine Kiste ist eigentlich eine andere, aber... Andere, aber... Ich will das ja probieren. Probieren wir den Schrein oder... Sagen wir, das ist einzubrechen. Komm raus! Na los! Was soll ich euch denn sagen? Ich weiß nichts! Okay, da ist irgendein Gefangener drinnen. Okay. Wie war das mit der Name? Kann ich ihn auch runterwerfen? Bitte sag ich runter. Was war das denn? Kann ich ihn runterwerfen? Komm her! Lasst mich wenigstens mit meiner Frau sprechen! Ernsthaft? Er kommt nicht her? Wirklich? Ach Mann! Ich kann ihn nicht runterwerfen. Ach Mann. Was soll ich euch denn sagen? Ja. Egal. Wie wir das machen, wie ich da reinkomme, ob ich diesmal überlebe, das sehen wir in der nächsten Folge. Ja. Okay. Ciao Leute, war's schön, hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.